Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fleischbox von Hannibal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fleisch von Hannibal, das Ganze am Freitag, heute, den 28. Juni erschienen. Wir haben hier eine recht große Box, vor allem in Rot gehalten. Hier unten lesen wir einmal Hannibal Fleisch. Und genau das haben wir dann hier auch zu sehen, also ein riesen Brocken Fleisch. Und dieser wird gerade hier von einem Hund, von so einem Wolfshund bearbeitet. Hier oben lesen wir dann noch Aslaks präsentiert. Diese Optik zieht sich hier durch, also auch hier ist der Hund zu sehen. Hannibal Fleisch lesen wir hier, ebenso wie hier. Also wirklich schön gemacht hier über alle drei Seiten. Und auf der vierten Seite haben wir dann hier Aslaks, dann die restlichen Beteiligten bzw. ja Credits und dann lesen wir hier noch auf diesem Sticker Hannibal Fleisch K1 Box inklusive Thai Box Shirt, Bandagen, Mundschutz, Shirt in Größe M, Album CD und drei Sticker. Darunter gibt es noch einen Barcode. Ja, Shirt in Größe M, das war in verschiedenen Größen wählbar. Ich glaube in M, in L und XL. Ich glaube drei Varianten gab es hierbei. So sieht das Ganze von unten aus und so von oben Hannibal Fleisch lesen wir hier. Dann werden wir das Ganze mal aus der Box rausholen, einmal hier oben diesen Sticker aufschneiden und dann können wir auch schon den Boxdeckel entsprechend öffnen. So, wir haben hier einmal, das dürfte das Shirt sein, dann haben wir die Shorts, die Bandagen, den Mundschutz, Sticker, Sticker, Sticker und das Album an sich. Ja, das Ganze kommt in dieser Box, die sich jetzt gerade beim Auspacken schon irgendwie selbst aufgelöst hat. Also das ist hier eine sehr interessante Konstruktion der Box. Das da unten sieht auch sehr verdächtig aus. Also schnell wechseln, bevor mein Video hier irgendwie wegen Wiederbetätigung geflaggt wird. So, Box packen wir auch mal zur Seite. Und hier ist echt jede Menge an Folie und Verpackungsmaterial am Start. Also, einmal das Shirt kommt in so einem Plastik, in so einem Folienbeutel. Sehr schön. Einmal. Dann haben wir die Shorts in einem sehr ungewöhnlichen Beutel. Also hier lesen wir mal M. Und dieser Beutel ist gebrandet. Aslaks lesen wir hier in schwarzer Schrift. Okay. Und es ist echt ein hochwertiger Beutel, denn man kann diesen hier so Ziplock-mäßig zumachen. Also falls ihr diesen dann zum Beispiel zum Training verwendet und dann die Hose irgendwie voll geschwitzt habt, dann kann man die hier reinpacken, diesen Beutel schließen und dann stinkt das Ganze nicht die ganze restliche Tasche voll. Dann haben wir hier die Bandagen, kommen auch hier extra in einem Aslaks gebrandeten Täschchen. Sehr schön. Sind dann auch nochmal eingeschweißt. Jawohl, und dann kommen wir gleich zum Album. So. Gut, dann machen wir diese ganze Kampfsport-Ausrüstung mal zur Seite. Ebenso das Shirt. Und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, also auch hier wieder dieses Tier, dieser Hund vor diesem Riesenstück Fleisch abgebildet. Hannibal Fleisch lesen wir auch hier wieder. Es ist das dritte Soloalbum von Hannibal. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. So sieht das Ganze von der Seite aus. Hannibal Fleisch. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Features von
Crime, Solo 439, Prodigy, Chael und Abdi und Oleg Sesh. Also speziell dieses Feature hier, Prodigy, das hat bei mir echt Eindruck hinterlassen. Einfach als es schon genannt wurde. Respekt dafür, krasses Feature an dieser Stelle. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Also Prodigy von Mobb Deep. Wem das kein Begriff sein sollte, ihr habt definitiv was verpasst und solltet vielleicht mal googeln oder zumindest auf YouTube mal Mobb Deep eingeben. Rest in Peace an dieser Stelle. Dann kommen wir zum Booklet. Wir haben hier diverse Tracks aufgelistet mit der Info, wer das Ganze produziert hat. Also hier Track für Track aufgelistet. Und das Ganze ist dann hier noch verfeinert mit Aufnahmen von Hannibal und seinem Begleiter Muay Thai School Frankfurt. Sieht irgendwie aus, als wäre das vielleicht Solo 439. Nein, der ist dünkler. Ja, schwer zu sagen, wer sich hier hinter dieser Maske verbirgt. Okay. Wieder Hani samt Hund. Ja, sieht schon echt mies aus, der Hund. Also echt, echt böse, dieses Tier. Hier gerade am Kauen, wie es aussieht. Dann ein weiterer Hund. So ein Husky dürfte das sein. Oder das ist vielleicht sogar wirklich ein Wolf. Keine Ahnung. Okay, Hannibal. Und hier zum Abschluss dann noch die Credits. Sauber. Gut, so sieht das aus. Ah ja, genau, hier haben wir jetzt auch nochmal zwei Menschen, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Aber hier den in der Mitte, Prodigy, habe ich ja schon angesprochen. Der ist ja vor einiger Zeit verstorben. Daher umso krasser für mich, dass es noch auf dieses Album geschafft hat. Das dürfte schon vor langer, langer Zeit gemacht worden sein, das Feature. Die CD ist auch in diesem Fleischdesign. So sieht das aus. Und auf der Rückseite hier dieses Branding, also Hannibal Fleisch in so Metall, womit man dann früher irgendwelche Kühe gebrandmarkt hat, um sie zu seiner Herde zu markieren. Dann haben wir Sticker dabei. Drei Stück an der Zahl. Einmal diesen hier, quadratisch Hannibal Fleisch. Und dann zweimal der Koala, einmal hier mit diversen Fleischknochen, das sieht so aus so nach Hühnerkeulen, Hannibal 439 lesen wir dann hier noch. Und dann haben wir den Koala im Muay Thai Stil, jawohl, im Hintergrund die Sandsäcke. Passend zu diesem Koala oder generell zu diesem Thema der K1 Box gibt es dann hier Bandagen im Aslax Design. Gab es ja auch schon das ein oder andere Mal in einer Deluxe-Box, in diesem Fall in Schwarz und Weiß gehalten. Ihr kennt das, man kann die dann hier einfach bei diesem Klettverschluss hier öffnen und dann entsprechend abrollen und zum Kampfsport verwenden. Damit nicht genug, wir haben auch noch einen Mundschutz dabei, den gab es auch schon in einer Box, ich glaube damals in der Verboten-Box von Twin, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht aufbekomme. Nicht so schwer sein. Okay, es tut mir leid, irgendwie bin ich gerade unfähig und krieg das jetzt aber. So, wir haben hier einmal eine Gebrauchsanleitung, wie dieser Mundschutz hier zu verwenden ist. Und dann habt ihr hier dann den Mundschutz in Schwarz gehalten. So sieht er aus. Aslax, also in Schwarz-Dunkelgrau, diese Schiene. Kann man sich dann entsprechend ins Zahnfleisch in den Mund einführen und dann verhindert man gröbere Schäden an den Zähnen. Aslax auch hier zu sehen. Dann haben wir das Shirt in Schwarz gehalten und hier auf der Vorderseite wieder der Kampfsport-Koala abgebildet. Echt komisches Motiv irgendwie, also Koalas verbinde ich echt nicht irgendwie mit Brutalität oder mit Kämpfen, das sind für mich irgendwie so die gelangweilsten oder irgendwie die gechilltesten Tiere, die es überhaupt gibt. Sitzen eigentlich den ganzen Tag nur rum und fressen, so ähnlich wie Pandas oder so. Auf der Rückseite ist das Ganze in Schwarz gehalten. Wir haben es hier mit Größe M zu tun.
Wie gesagt, die Größe war frei wählbar. Ich glaube, drei Größen gab es damals, M, L und XL. Ich habe mich, wie ihr sehen könnt, für M entschieden. Dann haben wir hier nochmal diesen Koala. Aslaks lesen wir hier. Und auf der Rückseite 100% Baumwolle. Credible Crew GmbH in Wörden. Okay, also hier steht jetzt gar nichts Made in, aber ja, Credible Crew, Grüße gehen raus. Dann packen wir das T-Shirt mal wieder zusammen und kommen zum letzten Boxinhalt. Das ist in diesem Fall diese Shorts. So sieht die aus. So, also wir haben hier eine schwarze Hochglanz-Short mit weiß und roten Streifen an der Seite, also hier einmal weiß, einmal rot. Das Ganze dann auch auf der anderen Seite, also rein von der Farbkombination schwarz und weiß, sehr geil gemacht. Dann lesen wir hier in so Muay Thai Stil, ihr kennt diese Schrift vielleicht, Hani 439, also Hannibal und eben die Postleitzahl. Oben um die Hüfte, um den Bauch ist es dann immer so enger, also so gerafft. Aslaks lesen wir auch hier. Dann haben wir hier noch zwei Schnüre, um das Ganze eben noch fester zu machen und entsprechend anzupassen. Und dann haben wir hier noch, was lesen wir hier? Aslaks M 100% Polyester. Und auch hier wieder der Koala dabei. Und auch hier lesen wir wieder Credible Crew. Okay. Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Short ist optisch sehr schön. Das Einzige, was mir jetzt etwas stört, ist dieser riesen Aufnäher hier, denn der macht die Shorts etwas, ja, so etwas starr, etwas steif. Und ich befürchte, dass dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, vielleicht die Bewegungsfreiheit ein bisschen drunter leidet. Nur mal kurz zum Vergleich zeige ich euch eine von meinen Shorts. Die ist größentechnisch echt nah dran, also die sehen sich hier sehr ähnlich. Wir haben dann hier halt Camouflage statt dem weiß-roten, aber rein so von der Größe, die sind echt so gemacht und auch sehr kurz immer, damit man wirklich viel Beinfreiheit hat. Das ist schon richtig so, aber ja, ich bezweifle jetzt, dass die wirklich mit einer richtigen, sage ich mal, die man so regulär im Handel kaufen kann, wie zum Beispiel jetzt meine da von Phantom, mithalten kann. Und rein von dem her, das stört mich echt am meisten, auch wenn es gut aussieht, aber da das, glaube ich, dann echt irgendwie die Bewegungsfreiheit beeinträchtigt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Shorts. Dann haben wir drei Sticker mit dabei. Zweimal hier der Koala im Hochformat. Einmal hier das Albumcover quadratisch. Dieses Plastikcase hier inklusive Mundschutz. Dann die beiden Bandagen im Aslaks-Design. Die kommen in diesem kleinen Plastiktäschchen. So wie dieses Shirt hier im Koala-Design und natürlich das Album an sich, Fleisch, mit insgesamt 15 Tracks. Nein, 14 waren es, glaube ich. Ja, 14, Entschuldigung, 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Fleisch von Hannibal. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Hannibal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.